Schwarz. Ja. Ich finde es mal einen ganz tollen Charakter. Ich bleib bei Yoshi. Er ist lustig. Ja, Yoshi ist die Tiere tatsächlich. Vor allem die Attacke, die, wenn du springst und dann nach oben und den Angriffsknopf drückst, die musst du mal mehr machen. Probier es mal. Wann kannst du nach springen? Springen, oben und Angriffsknopf. Wo ist Angriff? Der hier. Ja. Der rechts. Springen, am besten nur einmal springen. Springen und dann gleichzeitig oben und Angriffsknopf. Hast du gerade gesehen, wie das aussah? Das war der falsche Knopf. Ups. Ja, so. Mit der Attacke kann man den Gegner gut treffen. Und jetzt zeige ich dir mal, was an meinem Charakter so lustig ist. Ja. Oh Gott. Und weißt du, wie viel Schaden das macht? Ja. Oha. Alter, hätte ich dich getroffen hättest, wärst du wahrscheinlich tot gewesen. Die Attacken von dem sind viel zu stark. Dafür kann er sich sehr schlecht retten. Mit genau dem Angriff. Das sehe ich. Ich bin trotzdem vorbei. So rettet er sich. Vor allem, du machst die ganze Zeit durch dich bei mich lustig, Alter. Du merkst, war gar nicht schön. Ich mache nicht zu viel Schaden. Ah nein, ah, jetzt wollte ich dich. Ah nein! Das war genau die richtige. Ach stimmt, ich habe ja noch Beta. Stimmt! Oh, ich vergesse irgendwie immer, dass es durch die Plattform geht. Du solltest nicht immer. Oh! Tja. Das war so wert. Das glaubst du nicht, wie wert mir das, das war. Wieso? Ich bin Menschen. Ich mach's gerne, dass ich den anderen eben mit sowas treffe und dann eben auch selber sterbe. Ich finde das gut. Du siehst, gerade mache ich auch eine sehr faire Attacke. Unbedingt. Oha! Diese Angriffe sind nicht zu stark, das sieht nur so aus. Was war das? Ich kann dir gleich sagen, versuche gegen mich keinen Schildbruch zu kriegen. Da bist du auf 0% tot. Ah, fast. Der Charakter ist halt so witzlos. Deswegen sagte ich auch, das ist einer von den relativ einfachen. Weil der macht halt einfach 3,5 Millionen Schaden. Und der Angriff ist auch lustig. Und der da. Und der da auch. Und der da auch. Schade, ich wollte dich nach unten raushauen. Du merkst, das ist auch so einer, den man mal spielen ja, kann. Ja. Wie heißt der? Ganondorf. Aha. Ja. Ich ändere mal kurz die Regel Ultra Smash an. Ah ja. Das heißt, es gibt dann so eine Leiste, die sich auffüllt, wenn du Schaden nimmst oder Treffer austeilst. Leuchtest du in Regenbogenfarben und wenn du da. Oha. Du meinst Oha. H2CO3. Ja, genau. Also, das hat jetzt keiner verstanden von den Zuschauern, aber egal. Das ist Kohlensäure. So, und ich meinte damit nicht, dass die komplett dumm sind. Nein, das meine ich auch. Klang aber so. Nein. Weil du meintest, keiner hat das verstanden. Der Angriff ist auch gut bei Yoshi, in der Luft nach hinten drücken. Was tust du? Von diesmal hättest du dich noch locker retten können. Auch wenn du aus dem Ei rauskommst, kannst du noch springen und eben dann oben und B. Warte, wie habe ich jetzt das Ei gespuckt? Hä? Eispuck? Das, ja, doch, also eins. Das ist oben und das untere. Ja, okay. Ja, und das sollst du auch in der Luft machen, um dich zu retten. Echt? Okay. Weil du siehst ja, das gibt dir so ein. Nicht die andere. Das gibt dir so einen Boost nach oben. Und eben den Angriff, den ich gerade mache, würde ich dir auch hin und wieder empfehlen. Oder der da. Wie geht der?
in der Luft nach unten. Und dann eben den Angriffsknopf. Den Angriffsknopf, der ist immer dabei, wenn ich hier sowas sage. Was war das? Also der Angriffsknopf ist? Der rechts hier. Okay. Ah ja. In der Luft und dann eben nach unten und den Angriffsknopf. Du machst die ganze Zeit einfach die Tons und ich weiß nicht wie. Nein. Eben wenn du mich mit dem Angriff hier in der Luft richtig triffst, schlägst du mich gerade nach unten weg. Auch gut zu wissen. Aber man kann damit auch gerade hauen. Das war die falsche Richtung. Bin ich das, oder? Ich bin hier der USP1 drüber steht. Ach, ja. Und du bist der, der rot leuchtet. Wie gesagt, du kannst noch den Angriffsknopf währenddessen drücken, während du mich so gegriffen hast. Dann machst du noch ein bisschen Schaden. Oha. Jetzt hast du zum Beispiel wieder die Spezialattacke. Dabei gehst du, warte ganz kurz. Schild auflösen, mach mal kurz nichts. Ja. Wenn du jetzt einfach nur den Knopf drückst, gehst du gerade nach vorne und wenn du mich dabei triffst, übrigens, du musst jetzt, genau. So? Ja, bin ich jetzt halt ausgewichen, ne? Ah ja. Die Leiste leert sich halt wieder mit der Zeit. Nach 20 Sekunden kannst du das nicht mehr einsetzen, deswegen musst du es nicht abweilen. Wenn du triffst zum Beispiel, sieht das dann so aus. Oh nein. Das ist eine sehr merkwürdige Attacke. Sehr merkwürdig. Ja. Das musst du mal bei meinem besten Charakter sehen. Da ist das leicht übertrieben. Wie gesagt, ja genau, einmal hast du jetzt den Angriffsknopf dabei noch gedrückt. Ach nein, das war ich. Und das war, ja, wenn du nach oben und das untere gedrückt hättest, hättest du dich trotzdem noch retten können. Okay. Das musst du in Fallen verinnerlichen. Da ist es jetzt. Okay, dann. Oh. Ach, danke fürs Retten, aber doch nicht retten. Aber warum hast du das gemacht? Ach so, ich dachte. Ich hab woanders gedacht. Sehr gut. Komm nur aus dem Schild. Vor allem, was ich nicht verstehe, ich habe dein Schild nicht beschadet, aber als du rausgekommen bist, warst du trotzdem in meiner Hitbox. Der Angriff ist eben auch ziemlich cool. Der hier und der hier und der hier auch. Und jetzt hast du wieder die Spezialattacke, aber die würde ich noch nicht auf 0% beim Gegner einsetzen. Die tötet meistens so... Nein! Oh nein! Du kannst davon ausgehen, wenn du relativ nah am Rand bist, braucht der Gegner ungefähr 40%, dann ist er tot durch die Spezialattacke. Aber. Zumindest bei Yoshi. Es gibt auch welche zum Beispiel, bei denen... Ich nehme jetzt nochmal meinen... Also ich spiele jetzt nicht so, wie ich könnte. Ansonsten wäre der Kampf... Mal gucken, wie viele Minuten... Ah, 12 Minuten. Ansonsten wäre der Kampf auch in unter einer Minute rum, wenn ich so gut spiele. Wobei ich sagen muss, ich kann mit dem Controller auch nicht so gut spielen. Das ist normal, nehme ich halt immer beide auf einmal. Ja. Ist dann nochmal andere Spielweise. Aber was bei meinem jetzt zum Beispiel wichtig ist, das hat Yoshi nur bei seinen Proben und B, ich habe sehr viele Projektile. Und eine Taktik, mit der ich dich auf 0% töten kann. Den ich gerade habe, ja. Der ist mein bester Charakter. Den habe ich schon als allererstes genommen. Das ist der erste, den wir jetzt wirklich schon doppelt hatten. Als ob Yoshi das umgehen kann. Ja. Hätte ich dich mit meinem Propeller getroffen, wärst du auf 0% tot gewesen. Was auch wichtig ist, ich schieße ja diese Kanonenkugel und danach siehst du hier, habe ich ja noch so einen Wind. Mit dem kann ich entweder die Kanonenkugel nochmal einsaugen, wenn sie da ist, oder halt dich, wenn du reinläufst. Ah ja. Und damit kann man auch.
Ja. Was für ein Ja? Nein! Ah, nein! Ich habe den schweren Charakter mit dem mit der besten Rettungsattacke im Spiel. Also das unten den unteren Knopf und oben gleichzeitig mit meiner Rettungsattacke. Und das kann ich zum Beispiel machen. Wie fies. Da hättest du jetzt halt noch springen müssen, da hättest du dich noch locker retten können. Oder meine Lieblingsattacke ist bei dem die hier. Nein, ich weiche aus. Weil die Sache ist, die ist verdammt stark und schlägt gerade nach unten den Gegner weg. Und beim King K. Rool, so heißt man, ist wichtig zu wissen, dass normalerweise, wenn du mich angreifst, brechen ja auch Attacken, die ich gerade ausführe, ab. Der hat ein paar Attacken, bei denen das nicht so ist und du kriegst einen Schildbruch. Oh nein. Also wenn du ihn einsetzen willst, die Spitzattacke, einfach nur diesen Knopf, ohne irgendwas anderes. Ah ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ausweiche und dann das mache. Das ist ein bisschen unpraktisch für dich, ne? Guten Tag. Hallo. Ja. Oh, das war schön. Ja, genau. Hast du das Spiel mitgebracht? Ja, hab ich. Warum machst du das immer? Was ist das los mit dir? Nicht. Ey, jetzt beeil dich, meine Attacke ist gleich leer, ich will die dir zeigen. Genauso. Was war das? Nein. Ergibt Sinn. Oh, was? Das hat gereicht. Du hattest noch keinen Schaden. Als ob das reicht. Ja, das ist wie gesagt mein bester Charakter. Da musst du ein bisschen aufpassen und ich würde jetzt Aufnahme ran. Gut, dann beenden wir das jetzt. Ja, würde ich schon sagen. Ja, dann. Das war's dann mit dem Video, würde ich sagen. Genau. War ganz lustig, wenn du nicht so oft runtergerollt wärst. Ja, kann das ja noch nicht. Aber das andere Spiel, das ging eigentlich ganz gut. Ja, da habe ich mich schlechter angestellt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, schaut bei Pingo Magic vorbei. Hoffentlich ist der Link in der Beschreibung. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, dann habe ich es vergessen. Hast du meinen 100 Schaden verursacht, diesen Kampf, wie du? Ja. Ja. Wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Bis genau, dann. Ach, Moment, ein Like noch da lassen, gell? Ja. Abonnieren. Du wolltest ja noch ganz dringend deinen Satz sagen. Genau, und Socken inhalieren, ganz wichtig. Ganz wichtig, wollte unbedingt mal sagen, ist dein Lebensziel. Dann, das war's. Auf Wiedersehen. Ciao. Gut, Aufnahme ausmachen. Ich mach mal.